Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Show zu Sacred 2 mit dem Enchanting Spells Mod. Dieser Mod bietet neue Spells, wie zum Beispiel hier den Schallvortex, wo ich auch einen neuen, ja, einfach den Bild mal austesten will. Und Schallvortex macht so eine Druckwelle. Und die Druckwelle ist ungefähr so groß, ich werde sie nochmal einsetzen, dann seht ihr es von weiter weg auch noch. Und die ist sehr gut, das ist ein guter Spell. Eigentlich der beste, den ich jetzt gerade gefunden habe. So, also ihr seht hier ein bisschen eine Druckwelle. Die hat auch eine gute Reichweite, wenn sie auch ein bisschen weiter fliegen kann. So, also bis hierhin ungefähr. Also ist alles AOE, also so eine Scheibe. Ein Teil von einem Kreis hat es hier und macht physischen Schaden. Jetzt weiß ich nicht genau, da kann mir vielleicht jemand helfen, ob alte Magie etwas bringt, ob es die Resistenzen auch senkt bei physischem Schaden. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich werde auf jeden Fall alte Magie auch skillen. Und ja, Schallvortex habe ich auch ein bisschen ausgebaut. Das ist natürlich die Technik-Seraphim. Also Technik heißt der Skillbaum. Also der Skill, die Skills einfach Technik. Und der Charakter heißt Seraphim. Und hier habe ich Nachhallen genommen für Wegstoßen, Sonden, Flucht. Ich mag nicht so flüchten der Gegner. Auch bei Diablo 3 habe ich es nicht so gern und so. Und hier habe ich weniger Reichweite, also ich habe Reichweite nicht ausgebaut, weil die Reichweite schon gigantisch ist. Sonden hier Dot, aber der Dot ist wirklich noch extrem schwach, da nehme ich wahrscheinlich Schadenskunde, um den Dot zu erhöhen. Und hier werde ich wahrscheinlich Dissonanz nehmen wegen Buffs, also die Gegner haben ja auch Buffs. Werde ich wahrscheinlich das nehmen, Dissonanz. Ja, bei Energy Shield, ja, hör auf zu reden. bei Energy Shield muss ich dann noch schauen, was ich nehme. Ja, vielleicht geringere Unterhaltskosten, sondern feste Menge Schaden. Keine Ahnung. BFG werde ich nicht verwenden, aber mal ein bisschen skillen. Und Schockwelle werde ich verwenden, einfach für einzelne Gegner eventuell, wenn es mehr Schaden machen würde als Schallvortex, aber Schallvortex wird wahrscheinlich genauso viel Damage machen. Ja, sogar ein bisschen weniger. Ja, ja, ich habe jetzt einfach zwei hingetan, weil ich gleich zwei Runen gehabt habe. Und hier habe ich noch ein paar Schallvortex-Runen, Schockwelle habe ich auch noch. Und Schwertfeuer. Ah, Schwertfeuer ist nicht ersetzt worden, sondern ist jetzt hier bei Himmelsmagie. Ah, so, okay. Hier hat es zum Beispiel noble Beschützer. Jede Charakterklasse hat jetzt einen Beschützer, der also einfach eine Beschwörung, der recht viel Schaden macht, recht viel gut beschützt und so. Und eben neue Attacken, wie zum Beispiel der Seelenhammer. Und eben diese Schallvortex. Und das zeige ich jetzt euch mal in Action. Ich zeige euch noch kurz die Ausrüstung, die ich noch habe. Also auf MF geskillt jetzt hier. Rüstung hier gemacht, Zauberwiderstand hier. Hier habe ich Schaden physisch. Das erhöht wahrscheinlich den Schallvortex-Schaden, weil der ja physisch ist. Und ich kann mal schauen. 63, ja, es erhöht. Sehr gut. Und hier oben habe ich Schadenfeuer, das brauche ich nicht. Das ist einfach so ein Helm, der ich gerade gefunden habe und automatisch equipped habe. Und ich möchte jetzt kurz mal zeigen, wie der Schallvortex so funktioniert. Boom. Und der Schaden kommt immer ein bisschen zeitversetzt. Ich weiß nicht, wieso das ist. Aber ja, irgendwie kann ich es mir einfach so verstehen, dass der Gegner natürlich zuerst mal ein bisschen zurückgestoßen wird und dann der Schaden bekommt. Also wenn man durch die Schallmauer kracht, wird wahrscheinlich das Gleiche sein. Wenn man einfach nicht geschützt ist durch den Flieger oder so. Durch den Chat. Und eben, der macht Flächenschaden. Hat jetzt nicht so gut erwischt auf den Seiten.
Aber ja, eine nette Kampfkunst. Und jetzt vorläufig im Let's Show, immer sogar alle 10 Level oder so, werde ich euch ein paar zeigen, wie so die der Fortschritt ist. Und ja, freue mich darauf, aufs Leveln, weil das Let's Play, also ich mache immer ein Let's Show und nicht mehr ein Let's Play. Das Let's Play habe ich auch schon mal angefangen mit dem Enchanting Spells Mod, aber das kam einfach nicht so gut an, weil es niemand kannte und es auch niemand schauen wollte. Aber ja, das ist blöd, da hört man nichts. So, das ist auch ein bisschen leiser, damit ich ein bisschen besser konzentriert reden kann. Ja, eben mache ich einfach Let's Show, weil ich spiele immer, wenn ich aufnehmen muss, Sacred, wenn ich hochladen muss, Sacred 2, weil ich so online spiele, dann auch nicht so gut spielen kann, weil YouTube momentan einfach viel zu viel Internetleistung verbraucht zum Hochladen. Wahrscheinlich auch wegen den 60 FPS und so weiter. Es ist ein bisschen blöd. Aber ich biete immer gute Qualität, also muss ich halt auch ein bisschen hinnehmen. Und deshalb spiele ich Sacred 2 und zwischendurch und finde es ein richtig gutes Spiel. Also ich habe richtig viel Spaß mit diesem Game, auch wenn es manchmal ein bisschen monoton ist. Es hat so viel Freiheit, es ist so eine riesige Map und alles Mögliche. Es macht einfach alles insgesamt sehr viel Spaß. Also bis ich das alles erkundet habe, werden wir wahrscheinlich 200 Parts schaffen. Ich mache eben nicht so lange Parts, bis ich einfach alles erklärt habe, was neu ist und wie es mir so geht. Und einfach so zwischendurch mal, wie weit ich bin, wie viele Items ich gefunden habe, was für Items ich gefunden habe und so weiter. Und wenn ihr noch Zusatz wollt, dann kann ich auch mal einen Zusatz machen, wie zum Beispiel einen Boss killen und so weiter. Also, Dankeschön fürs Schauen des ersten Parts dieses Let's Shows und ja, freue mich auf die nächsten Parts und auf eure Kommentare. So, also, bye, Leute, tschüssi!